Moin Moin Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen im neuesten Video. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ihr seht es vielleicht schon. Da steht jetzt was. Und zwar sind wir den kleinen Kühlschrank, den wir uns von meinen Eltern geliehen haben, los. Es war echt, sage ich jetzt mal, ziemlich anstrengend. Wobei anstrengend kann man nicht sagen. Ich würde sagen, es war nervig. Es war ziemlich nervig, dass wir keine Möglichkeiten hatten, das ganze Essen so zu lagern. Und einzufrieren, vor allen Dingen. Einzufrieren. Wenn man das von zu Hause gewohnt ist und dann auf einmal nicht mehr einfrieren kann. Es war halt immer so, dass wir dreimal in der Woche einkaufen gehen mussten, um den Kühlschrank wieder zu füllen, weil wir beide essen ja auch dementsprechend ein bisschen mehr durch den ganzen Sport. Möchten auch gerne mal ein paar Sachen frisch halten, egal ob es jetzt Gemüse ist oder sowas. Und wir konnten halt nie so wirklich viel einkaufen, vor allen Dingen nicht auf Vorrat, das war uns gar nicht möglich. Jetzt haben wir aber endlich unseren neuen Kühlschrank bekommen und den werden wir euch gleich vorstellen. Aber wir zeigen euch natürlich auch, was wir so alles im Kühlschrank jetzt haben. Und wir haben uns selbst beim letzten Einkauf darüber gewundert, nachdem wir den Kühlschrank eingeräumt haben, weil da war immer noch so viel Platz drin. Ja, wir dachten, wir kaufen jetzt mal ein und machen den Kühlschrank richtig schön voll. Nee. Ist nicht voll geworden irgendwie. Wir zeigen euch dann jetzt also gleich den Kühlschrank. Dann geht's für uns noch ins Training. Und dann nehmen wir euch noch so ein bisschen mit durch den Tag. Also bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. So Freunde, also hier ist unser neuer Kühlschrank. Wie ihr seht, ist er ein bisschen größer als der letzte. Ist ungefähr von dieser Höhe hier hoch auf 1,90. Ich glaube wohl 1,90, oder? Also ich bin 1,83. Aber ich habe jetzt auch gerade Schuhe an. Dankeschön an dieser Stelle von Haya. Die haben uns diesen Kühlschrank nämlich zugeschickt. Und zwar könnt ihr auch hier direkt hier vorne in dieser Zone sozusagen die ganzen Temperaturen einstellen. Sowohl für den Kühlschrank als auch für das Gefrierfach. Wir schauen einfach mal rein, oder? Da muss man dann so Licht so kommen. Funken. Wow. Hier ist das gute Stück. Und zwar, wie ihr seht, haben wir einiges mehr Platz als zuvor. Vor allen Dingen ist das richtig geil beleuchtet. Kommt zum Beispiel so gerade aus dem Schlafzimmer oder man ist in der Stube und geht an den Kühlschrank, macht den auf. Und einmal werden die ganzen Lebensmittel so richtig geil beleuchtet. Finde ich richtig nice. Aber auf jeden Fall zeige ich euch jetzt erstmal, was wir hier so Leckeres haben. Fangen wir einfach mal ganz oben an. Ganz hinten. Hier die Reese's, die könnt ihr aber gepflegt ignorieren, da naschen wir eigentlich ganz selten dran. Die sind auch von unserem Cheat Day, den wir hatten. Und dann haben wir hier Salakis Light. Dann haben wir hier noch unsere Flatout Wraps, die kennen wir ja. Wir machen dort immer mit unserem Pulled Chicken, was natürlich auch am Start ist, unsere Wraps. Und dann haben wir hier noch so ein Fertiggericht, Weight Watchers. Wenke hat einmal von Weight Watchers Punkte zu zählen. Stimmt gar nicht. Ja, Freunde, wie ihr es kennt, unser Lager an Exquisa. Hier wurde wieder von Wenke auf Vorrat gekauft. Dann haben wir hier Exquisa Quark Cream, diverse Skiers, für Wenke ein paar saure Gurken. Und hier hinten versteckt sich noch der Ofenkäse vom Cheat Day, den haben wir auch noch nicht gegessen. Obwohl du den ja eigentlich schon ein paar Mal snacken wolltest, ne? Ja, der ist ja auch voll lecker, aber du wolltest ja nie. Gehen wir direkt mal einen tiefer. Wie vorhin schon gesagt, hier ist das Pulled Chicken. Oh, der Kühlschrank fängt an zu piepen. So ein bisschen Hähnchenkassler, Geflügel, Bifftecki, finde ich mega nice. Jetzt fängt der Kühlschrank schon an zu piepen, weil er die ganze Zeit offen steht und fängt an zu arbeiten. Der will zu, ja. Wir beeilen uns. Hier dann natürlich noch ein bisschen Aufschnitt, Lachsschinken und Chicken. Ein paar Fit-Taste-Gerichte. Und ich muss dazu sagen, wir haben ja nicht nur das geile Licht hier im Kühlschrank, sondern wir haben hier oben dieses Dynamic Apt. Und zwar ist das eine spezielle Technologie, die sozusagen mittels UV-Licht die Bakterien, die so in einem Kühlschrank rumschwirren, neutralisiert. Dadurch bleiben die, ja, ist ja gut. Dadurch bleiben die Lebensmittel länger haltbar. Kommen wir zum Maison. Hähnchenbrust. Ein paar Äpfel, weil Wenke Äpfel gerne kalt mag. Ah, und eine kleine Gurke. Gurke drin. Die muss da gar nicht rein. Die muss da nicht rein? Die muss nach unten. So, dann packen wir sie direkt rum. Und dann kommen wir hier zu der nächsten Zone. Und zwar haben wir hier das ganze Gemüse drin. Den ganzen Salat haben wir hier drin. Wie ihr seht, hier Salat, Tomaten, Radieschen. Was ist das? Kohlrabi. Kohlrabi, wollte ich doch gerade sagen. Ein paar Champignons, Süßkartoffeln und Zwiebeln. Kommen wir hier auf diese Seite. Eier, Batter und Peanut Butter. Das habt ihr in einem Unboxing von mir gesehen. Es ist
gewöhnungsbedürftig. Also ich würde es jetzt nicht nochmal mir wiederholen. Für Leute, die Banane mögen, kann man sich's geben. Aber ich finde, es schmeckt ein bisschen künstlich. Deswegen lieber richtige Peanut Butter oder Cashew Butter. Dann haben wir hier noch diverse Fruit Spreads. Mandelmilch, Kokosnussmilch und Hafermilch. Ich liebe Hafermilch. Dann haben wir hier noch die Liquid Egg Whites von Martin Fitt, die ich immer gerne habe. Und natürlich Pepsi Max. So, und jetzt würde ich sagen, das war der obere Teil. Kommen wir zum unteren Teil und wir switchen mal die Speaker, würde ich sagen, oder? Willst du das Fach mal öffnen? Ja, mach mal auf. Ja, und hier haben wir jetzt eine Eiswürfel drin. Und zwar stehen die auf dieser herausnehmbaren Aluminiumplatte. Das ist das Fresher Pad, so heißt das. Das Geile daran ist, die Sachen, die man auf dieser Platte stellt zum Einfrieren, die werden doppelt so schnell eingefroren und dreimal so schnell wieder aufgetaucht. Und die Eiswürfel, ich glaube, die waren nach 3 Stunden, kann es sein? 3 Stunden waren die eingefroren. Richtig geil. Und darunter haben wir noch nicht. Genau, das ist nämlich ein Doppelteil, das ist eine Schublade. Da liegen jetzt hier nur so ein paar kleine Muffins drin. Und jetzt geben wir aber mal ein Tiefer. Das sieht ja schon besser aus. Massephase eingeläutet oder was ist hier los? Das ist alles fürs Wochenende. Oder zwischendurch mal. Hier haben wir unseren Eisvorrat, das Plombeereis. Ich glaube, das ist russisches oder polnisches Eis. Ich finde es mega lecker. Der Klassiker, Snickers Karamell. Und hier haben wir noch ein paar Eis am Stiel von Hemdash. Was haben wir denn noch drunter? Das kann man ja auch nochmal öffnen. Geil. Gefrorene Beeren. Gefrorenes Asia-Gemüse, dann ein paar Frosterpfannen, die haben auch immer mega gute Werte. Und unser Favorite, die Thin and Crispy Italiano Pizza. Mega geil, unter 500 Kalorien eine Pizza, besser geht's nicht. Dann haben wir hier noch mal ein paar Kartoffelpuffer, Kaiser-Gemüse. Und auch ein paar Gemüse Pfannen, ne? Und unsere Süßkartoffel-Pommes. Denn diese Low-Fat. Habe ich noch nie gesehen vorher. Eingefrorene Süßkartoffelpommes. Zack. Tada. Das war's. Ja, so sieht unser Kühlschrank jetzt aktuell aus. Da passt noch einiges rein, deswegen wir müssen noch mal einkaufen gehen. Unter dem letzten Video wurde kommentiert, dass wir euch mal wieder mit zum Einkauf nehmen sollen. Das werden wir natürlich machen. Aber hier nochmal ein Dankeschön an Haya für den Kühlschrank. Den konnten wir sehr, sehr gut gebrauchen. Und falls ihr selbst überlegt, euch einen neuen Kühlschrank anzuschaffen, und zwar so ein großes Teil hier, dann checkt den auf jeden Fall mal bei Haya ab, weil bisher, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir die Tür aufmachen. Und jetzt würde ich sagen, geht's ins Training, oder? Auf geht's. Ich muss mich noch einmal umziehen. Ich nicht. Ich mache mal ein kleines Voice-Over, denn ich bin jetzt hier gerade am Menschen. 110 Kilogramm auf Reps. Für mich ein übelster Sprung. Ich habe erst vorletzte Woche die 100 Kilogramm für 8 Wiederholungen gemacht. Und ich wollte dieses Erfolgserlebnis einfach mit euch teilen, denn für mich ist es was ganz Besonderes nach der Bizepssehnenentzündung. Aber dazu später mehr. Noch viel Spaß mit dem Video und lasst einen Daumen da. Jetzt aber ganz schnell, ha? Ja, komm, zack ich. Ich muss doch filmen, ich habe nur eine Hand frei. Ja, ich mach das. Richtig geiles Wetter irgendwie heute, oder? Das ist mir zu schwer, schon zu warm. Echt jetzt? Ja. Baby, du hast so lange Haare, ey. Wir gehen bis zum Abend. I like that. Push-Training durch, wir haben danach noch ein bisschen Cardio gemacht. Ich habe 20 Minuten Stairmaster geknallt und Bänke 30 Minuten. Ihr seht es mir auch noch an, ich bin noch ziemlich rot.
Jetzt gibt's gleich erstmal was zu essen. Tada, schaut euch den hier mal an. Den habe ich mir gestern geholt, denn morgen geht es ja nach München. Und zwar bin ich in München auf einem Pro7 Fußballturnier. Das machen die anlehnt an das Summer-Event von Pro7. Ich bin gespannt, wen ich da so treffen werde. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere TV-Star da. Wäre geil, aber jetzt brauche ich erstmal eine Dusche und dann gibt's was zu essen. Boah, das ist echt ein riesiger Haufen Rotkohl, ey. Alter Schwede. So, da habe ich uns mal lecker was gekocht oder auch nur warm gemacht. Habe ich das gut gekocht? Hast du wunderbar gekocht, wie immer. Wunderbar. Zack, zack, zack. Lässt du mir auch noch was drin? Ja, ist doch noch genug. Ah, okay. So, Freunde, ich muss mal kurz zur Post. Dann komme ich gleich wieder. Und dann geht's direkt weiter. Bis gleich. So. So, ihr fragt euch bestimmt, warum ich so aussehe. Denn ich habe mir die Haare gemacht, weil ich jetzt erst einmal zum Friseur gehe. Und ich gehe das erste Mal hier in Oldenburg heute zum Friseur. Ich bin gespannt, ob das was wird und ob das auch sowas wird, wie ich das gerne haben möchte. Also schauen wir mal, damit der Junge auch fresh nach München kommt. So. Irgendwann später. So, Freunde, da bin ich wieder. Gerade frisch vom Friseur. Hat er ganz gut gemacht, das erste Mal dort gewesen. Auf jeden Fall kann ich so wieder rumlaufen. Das gefällt mir schon viel besser als mit dem Zottelkopf zuvor. Jetzt werde ich euch gleich etwas über meine Bizepssehnenentzündung erzählen, denn die Resonanz war doch schon ziemlich groß. Und ihr wolltet halt alle wissen, wie ich damit umgegangen bin, ob ich irgendwie was genommen habe, damit es weggeht, wie ich trainiert habe und was ich sonst halt noch dagegen gemacht habe. Deswegen, darauf werde ich gleich eingehen, aber ich suche hier gerade noch meine Brausebonbons. Einen Moment. Schmecken ganz gut. Schmecken geil. Tada! Und zwar habe ich euch ja beim letzten Unboxing gesagt, ich werde so diverse Sachen natürlich testen und euch Feedback dazu geben. Und da ich jetzt hier etwas habe, was ich sowieso daily benutze, halt jetzt quasi wieder zu meinen Daily Essentials zählt, und zwar Kreatin, da dachte ich mir einfach, dass ich euch ein kleines Feedback dazu gebe. Denn ich habe früher immer die Problematik gehabt, wenn ich Kreatin genommen habe, dass ich einfach vergessen habe, es zu nehmen. So, und das Problem war, dass ich meistens Kreatin nie irgendwie in Kapselform hatte, sondern immer nur als Pulver. Ich weiß, es gibt es auch in Kapselform. Aber das, was ich da so gefunden hatte, das hat mir da nie so gefallen. Und ich habe mir das dann halt immer wieder in Pulverform bestellt und habe mir gesagt, okay, Eike, jetzt dieses Mal nimmst du es durchgängig und vergisst du es nicht. Du mischst es dir mit ins Whey oder sowas oder je nachdem, was dann so anstand. Aber ich habe es doch immer wieder vergessen und ich wollte unbedingt Kapseln haben. Ich weiß, einfach einen Scoop in den Mund, was hinterher spülen, ist es drin. Habe ich früher auch gemacht, aber selbst das habe ich vergessen. Und ich finde es so ein bisschen lästig, dass wenn man jetzt zum Beispiel sich die BCAAs anmischt oder sich sein Whey macht, dass man immer noch dran denken muss, dass das Kreatin halt da ist. So, ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich probiere diese Kreatin Tasty Tabs aus. Das sind Brausetabletten. Und zwar sind die in Geschmacksrichtung Zitrus oder sowas, zitronenmäßig schmeckt es auf jeden Fall. Und die erinnern ganz stark an diese Brausetabletten von früher, die man in diesen farbigen Rollen kaufen kann. Ich meine jetzt nicht hier die Ahoi-Brause und sowas, sondern diese runden Verpackungen. Die gab es, glaube ich, in Rot, in Grün, in Gelb. Und die erinnern ultra stark daran. Und bei diesen Brausetabletten ist es so, dass eine Tablette 1 Gramm Kreatin hat. So, dementsprechend nehme ich 4 Gramm davon am Tag. Und das Geile ist, die Teile, die schmecken echt mega. Und man vergisst es nicht, sie zu nehmen, weil man genau weiß, okay, jetzt kann ich das snacken. Das ist wie so ein eingeplanter Proteinriegel oder so, den man hat. Den vergisst man einfach nicht. Und wenn man Sachen zum Snacken hat
und man sowieso gerne snackt, dann ist sowas halt ideal. Und eine Portion, drei Tabletten wären jetzt eine Portion, ich spreche jetzt hier von drei Tabletten, wären 23 Kalorien, weil eine Portion halt 5,3 Gramm Carbs hat. Also für die Leute, die Low Carb machen und ihr Bock drauf habt, irgendwie solche Brausetabletten sozusagen zu lutschen, weil sie schmecken auch ganz geil, dann solltet ihr dran denken, dass drei Tabletten 5,3 Gramm Kohlenhydrate und auch Zucker hat. Also ich spreche von Zucker. Und weil ihr natürlich immer auf Feedback gespannt seid, kann ich hier definitiv eine positive Empfehlung aussprechen. Ich habe bisher mein Kreatin noch nicht vergessen. Und das Geile ist, es macht auch noch Spaß, die Dinger zu lutschen. Das wollte ich nur eben loswerden. Und wenn ihr selbst Subs bestellen möchtet oder diverse Snacks, dann könnt ihr das auf www.bodyandfit.de machen und spart nochmal mit Eike 10 10% Rabatt. Das wollte ich eben loswerden. So Freunde, ich habe mir gedacht, ich setze mich einfach mal draußen, um das ganze Thema zu behandeln, wie ich sozusagen das mit meiner Bizeps-Sehnenentzündung in den Griff bekommen habe. Vorweg gesagt, ihr habt es ja auch im Training gesehen, beim Benchen ging es um einiges vorwärts. Das war nicht immer so. Das mit der Bizeps-Sehnenentzündung fing Anfang Januar an bei mir, und zwar war das direkt zum Start unserer Fit-Couple-Diät. Ich glaube, in dem ersten Video bin ich auch direkt zum Arzt gegangen und habe mich dann dementsprechend untersuchen lassen, habe mich beraten lassen. Und natürlich hieß es da, hey, jetzt erstmal mit dem Training aussetzen, keine schweren Bewegungen, sowieso auch handwerklich gesehen, erstmal nichts machen. Ich durfte dementsprechend nicht trainieren. Ich habe es natürlich trotzdem getan und habe mich nicht an die Anweisung des Arztes gehalten. War wahrscheinlich nicht der beste Weg, aber ich habe einfach versucht, um den Schmerz herum zu trainieren. Am Anfang war der Schmerz noch relativ groß. Ich konnte meinen Arm nicht mal irgendwie in diese Richtung bewegen, geschweige denn den Arm irgendwie nach oben heben. Dementsprechend waren alle Push-Übungen gelaufen. Klimmzüge, weil der Arm ja halt auch über den Kopf hängt, waren gelaufen. Alles, was über den Kopf stattfindet, war gelaufen. So habe ich versucht, erstmal gar nicht den Oberkörper zu trainieren, habe die ersten drei Wochen meinen Oberkörper nicht trainiert und bin dann angefangen, um den Schmerz herum zu trainieren. Der Arzt hat mir jetzt nicht nur gesagt, dass ich nicht trainieren soll, sondern er meinte auch zu mir, hier hast du ein bisschen Voltaren, das schmierst du dir jeden Tag dreimal drauf auf die Stelle, so, und dann lässt du den Arm ruhen und irgendwann wird es dann wieder besser sein. Ich so, ja, klasse. Ich habe es natürlich so gemacht, habe dann zwei Wochen lang das immer da drauf geschmiert, habe den Arm auch gekühlt. Das war auch noch eine Anweisung des Arztes. Habe dann mit etwas Eis sozusagen die Stelle hier an der Schulter und den Bizeps runter habe ich behandelt. Die Bizepssehne läuft ja hier über den Bizeps in den Schulterkopf, über den Kanal. Und dementsprechend wird sie halt auch bei Push-Übungen sehr, sehr viel gereizt. Ich habe mich auf jeden Fall an die Anweisung des Arztes, was das anging, erstmal gehalten die ersten zwei Wochen. Habe auch eine Besserung feststellen können, wollte dann sozusagen versuchen, um den Schmerz herum zu trainieren. Hat auch ganz gut geklappt, aber ich konnte kein Bankdrücken machen, ich konnte kein Schulterdrücken machen. Alles, was so Push-mäßig war, konnte ich nicht ausführen. Diverse Rückenübungen, Latziehen, Klimmzüge, konnte ich auch alles nicht machen, habe ich sein lassen. Und ich habe dann versucht, irgendwie mit Cableflies meine Brust zu trainieren. Habe dann schnell gemerkt, das hat nicht geklappt und habe das auch sein lassen. Ich dachte mir dann, so kann das nicht weitergehen und dieses olle Voltaren, das hilft mir jetzt auch nicht so wirklich. Dann habe ich mich informiert, bin nochmal zum Arzt gegangen, habe gefragt, ob ich nicht was anderes bekommen könnte. Eventuell in Tablettenform, weil ich auch diverse Empfehlungen unter anderen Videos bekommen habe. Hey, probier doch einfach mal Diclofenac als Tablettenform, weil Diclofenac der Wirkstoff ist, der halt auch im Voltaren ist. Ich habe mich dann darum gekümmert und ich habe dann Diclofenac-Tabletten bekommen. Ich glaube, es waren 50 Milligramm pro Tablette. Ich habe dann zwei Tabletten am Tag genommen, wobei ich hier sagen muss, dass diese Tabletten, dass man dort aufpassen muss. Weil damit ist nicht zu spaßen mit solchen Tabletten, mit solcher Arznei. Denn die können halt auch die Magenschleimhäute angreifen. Deswegen sollte man das Ganze nicht über einen so langen Zeitraum nehmen. Ich habe das Ganze doch relativ lang genommen, über vier Wochen, habe eine Besserung feststellen können. Habe wieder weiter versucht, da drumherum zu trainieren, hat auch alles nicht geklappt. Dann habe ich mich weiter erkundigt und bin zu dem Entschluss gekommen,
meinen Arm noch weiter zu kühlen. Ich habe dann jeden Morgen eine kalte Dusche genommen und nach dem Training direkt eine kalte Dusche. Das hat sehr gut geholfen. Habe mir dazu dann noch das Wop-Enzym Plus geholt. Das ist ein sehr teures Medikament, was ich jetzt so nicht empfehlen würde, weil ich habe nicht irgendeine Verbesserung feststellen können. Mein Training war dementsprechend auch immer noch so angepasst. Ich habe versucht, weiterhin drumherum zu trainieren, sage ich jetzt mal, was wahrscheinlich nicht die beste Lösung ist, sondern eigentlich wäre die beste Lösung, dass man das Training ganz sein lässt. Aber da ich ja auch in der Diät gewesen bin, habe ich mir gesagt, okay, nee, du kannst das Training nicht sein lassen, weil dann ist der Muskelverlust zu hoch. Ist auch der Grund, warum ich die Diät nicht so intensiv durchgezogen habe, wie ich normalerweise eine Wettkampfdiät durchziehen würde. Weil wenn ihr in so einer Diät seid, dann ist das Training umso wichtiger. Und wenn ihr dann in ein hohes Kaloriendefizit geht, dann ist dieser Muskelabbau, wenn ihr nicht richtig trainieren könnt, schon vorprogrammiert. Deswegen habe ich das sein lassen, denn 9 Jahre Training ist im Verhältnis zu einer Verletzungspause von, keine Ahnung, 4-5 Monaten, ne? Da behalte ich doch lieber meine Muskulatur. Auf jeden Fall, dieses WOP-Enzym hat mir dann auch nicht so viel gebracht. Irgendwann habe ich mir dann Bromelain als reinen Wirkstoff als Supplement geholt. Bromelain ist auch in diesem WOP-Enzym enthalten. Ich weiß jetzt nicht die Dosierung, aber auf jeden Fall bin ich dort umgestiegen auf das Bromelain. Habe das täglich 2-mal genommen. Was ich dazu sagen muss, meine Supplementierung war während der Diät gleich. Die habe ich von Beginn bis Ende nicht geändert. Jetzt auch außerhalb meiner Diät ändere ich das nicht. Also ich habe Omega-3. Omega-3 sind sowieso gut fürs komplette Immunsystem. Außerdem für viele Mechanismen in eurem Körper. Und aber auch, sie sind sehr entzündungshemmend, weil ihr durch die Supplementierung von Omega-3 euer Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 sozusagen shiftet. Wenn ich nochmal ein Video zu dem Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 machen soll, schreibt es mir mal in die Kommentare, beziehungsweise wenn ich mal auf die Wichtigkeit von Omega-3 genauer eingehen soll, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich dazu mal ein separates Video oder baue es halt in den Vlog ein. Auf jeden Fall, Omega-3, weitere Supplementierung, ZMA, weil Zink, auch entzündungshemmend. Dann natürlich das Bromelain und die anderen Supplemente, die ich sonst noch genutzt habe, die haben jetzt keine direkte Wirkung auf die Entzündung, dementsprechend brauche ich sie jetzt auch nicht nennen. Aber das waren die Sachen, die ich sowieso durchgehend nehme, unabhängig ob Diät oder Aufbau. Nur mal so als Randinformation. Und dort sind dementsprechend auch entzündungshemmende Supplemente dabei. Auf jeden Fall habe ich dann das Bromelain mit reingenommen. Ich benutze es immer noch. Und ich habe mich darauf verlassen, dass dieses Kühlen mir enorm dabei hilft. Und ich habe halt gemerkt, dass mit der Zeit es immer besser, immer besser, immer besser geworden ist. Ich bin aber dann trotzdem nicht mit dem Bankdrücken angefangen, sondern habe weiterhin mit Cableflies meine Brust trainiert. Ich mache auch immer noch kein Schulterdrücken. Ich werde es irgendwann wieder mit einführen. Aber ich werde erst nochmal beim Bankdrücken bleiben und auch bei dem Gewicht mich eher stetig steigern und nicht irgendwie versuchen, da Harakiri direkt wieder zurück auf die 130 auf der Bank zu kommen. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass das alles vernünftig abheilt. Ich kann jetzt schon wieder richtig gut trainieren. Mir macht mein Brusttraining enorm Spaß und das soll natürlich auch so bleiben. Als Empfehlung von mir, was mir enorm geholfen hat, war definitiv diese kalte Dusche morgens und nach dem Training. Nachdem ich damit angefangen habe, ist es wöchentlich besser geworden. Was ich noch mit reingenommen habe, wo eine Besserung zu spüren war, war halt das Bromelain. Das sind meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, obwohl es bei dem WOP-Enzym Plus auch mit dabei gewesen ist. Und das ist ja ein entzündungshemmendes Enzym. Und somit habe ich der ganzen Sache halt die Zeit gegeben, habe versucht, drumherum zu trainieren und das so auskurieren zu lassen. Wir müssen dazu sagen, das Ganze hat sich über 6 Monate ungefähr gezogen. Aber jetzt ist das Ganze vorbei. Ich bin glücklich darüber. Auf jeden Fall, das war meine Story dazu. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren lassen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dann. Ciao.